Hi, Podcast Time. Neue Optik mal wieder zugunsten des Tones. Ich hoffe, dass der jetzt bei euch besser rüberkommt, weil ich mir ein Mikrofon zugelegt habe, nachdem vor 2 oder 3 Tagen ein Kommentar war, dass der Ton katastrophal ist. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Er war bestimmt nicht optimal, aber ob er jetzt katastrophal war. Ich habe es trotzdem zum Anlass genommen, mich für ein Mikro zu entscheiden. Das Mikro hängt nicht an mir dran. Ich wollte kein, was ich irgendwo an mir anstecken muss, weil ich das dann wieder an irgendwelche Sachen fummel und nicht immer Sachen anhabe, die da so günstig für sind, ein Mikrofon da anzufummeln. Genau wie heute. Zugunsten des Bildes gehe ich jetzt ein Stück zurück. Ich bin ja ein totaler Fan von Corsagen und das nicht nur im sexuell-erotischen Bereich, die dann das hier oben betonen und hier unten schön schmal machen, sondern auch im Alltag, finde ich, ist die Corsage ein vergessenes Kleidungsstück. Das ist sie im Ganzen in Gelb und hat wenig bis gar nichts mit sexuell-erotischen Sachen zu tun, sondern sie macht einfach eine wunderbare Ausstrahlung und ich wollte nicht immer nur davon erzählen, ich wollte sie euch auch zeigen. Wenn meine Augen noch weg waren, dann liegt es daran, weil das Mikro oben drüber ist. Und ich jetzt hoffe, euch einfach einen guten Ton mitliefern zu können, dass es für euch entspannter wird, die Sachen auch im Auto zu hören und lauter zu machen, ohne dass ihr denkt, oh, es klingt katastrophal. Ich habe einen Post bekommen unter ein Video. Ich habe jetzt nur den Kommentar. Laura wünscht sich ein Video zu ruinierte Orgasmen. Und den nehme ich jetzt gleich zum Anlass. Ruinierte Orgasmen möchte ich gerne aus ein bisschen erstmal Anfang des Orgasmus und Ejakulation nicht das Gleiche sind, aber wortgleich verwendet wird in der Umgangssprache. Also ein Orgasmus ist eine Welle, die sich über den ganzen Körper entlädt und ein wunderbares Gefühl macht. Eine Ejakulation könnt ihr sehen, dass da was aus dem Mann ausläuft. Also das ist genauso wie bei der Frau. Squirten ist nicht Orgasmus, Orgasmus ist nicht Squirten. Nicht alle Frauen können squirten, nicht alle Frauen können einen Orgasmus erleben. Ein Orgasmus hat viel mehr mit Entspannung und Loslassen zu tun. Und Squirten ist ein ähnliches Phänomen, einfach loszulassen. Und sie gehören deswegen auch nicht zusammen. Also bitte, Ejakulation und Orgasmus ist nicht das Gleiche. Und ich gehe davon aus, dass Laura meint, eine ruinierte Ejakulation, was ich gerne darüber spreche. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird sich's nie ändern. Es bleibt mit Sicherheit ruinierter Orgasmus, aber ich brauche das für meinen inneren Monk, dass es da einen Unterschied gibt. Ejakulation ist nicht Orgasmus. Das ist nämlich auch das, was viele immer denken. Oh Gott, wenn du auf Keuchhaltung, wenn du Keuchhaltung praktizierst, dass dann auch der Orgasmus ja weg ist. Nein, du kannst wunderbar Keuchhaltung praktizieren und der Mann kann trotzdem einen Orgasmus haben. Er hat halt nur keine Ejakulation oder nur eine sehr eingeschränkte Ejakulation. Das ist was anderes. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Also Orgasmus kann man sich auch eher so vorstellen, das ist eher so im energetischen, geistigen Muskelrelaxationsbereich, während eine Ejakulation eher da unten stattfindet, um über einen gewissen Punkt drüber zu kommen, der auch viel mit Lust und Erregung zu tun hat, bis sich da was entlädt. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Ebenen der Entladung im wahrsten Sinne des Wortes. Und es geht tatsächlich auch Entladung im Sinne von Orgasmus, also diese Welle im Körper zu spüren, ohne eine Ejakulation. Und das könnt ihr gerne mal praktizieren, ausprobieren, drüber nachdenken. Für die meisten funktioniert es im Denken nicht, im Nachdenken vielleicht.
Und es gibt ein Buch dazu. Ich habe es noch nicht selber gelesen, aber es gibt The Multi-Orgasmic Man. Also es gibt nicht nur Bücher zu dem Thema für Frauen, sondern auch für Männer. Das vorneweg, dass ich meinen inneren Monk befriedigen kann, was die Begrifflichkeiten angeht. Und inhaltstechnisch würde ich an den ruinierten Orgasmus atmosphärisch oder so rangehen, du musst einfach im wahrsten Sinne des Wortes etwas abgewichster sein. Den anderen tatsächlich, dem dieses Gefühl auch wirklich ruinieren zu wollen. Also nicht nur mechanisch das abzubrechen, sondern Freude dabei zu empfinden, diesen Moment kaputt machen zu wollen im bewussten Sinne und das in dieser Leidenschaft und in dieser Begeisterung auch wirklich rüberbringen und zu sagen, dir steht das Recht nicht zu, eine entspannte Ejakulation zu haben. Ich nehme mir das Recht an mich und ich bestimme. Das ist der größte Faktor, den vielen so schwer fällt, weil es ja um ihren Liebsten geht. Also den Menschen, mit dem wir sehr viel Zeit verbringen, der uns aus allen Ecken, Enden und Facetten kennt und im Erotischen dann das Umschalten passiert zu sagen, jetzt bestimme ich aber über dich. Jetzt bestimme ich, dass ich nicht will, dass das passiert. Ich will das nicht und ich werde das mit aller Macht verhindern. Und das dann, das erstmal wirklich als Einstellung zu finden und in sich zu entwickeln und zu sagen, okay, wo fühle ich mich denn noch gehemmt? Im meisten sind wir ja gehemmt, weil wir ja im Hinterkopf haben, okay, das ist der Mensch, mit dem ich ja auch noch anders Zeiten verbringe oder je nachdem ja auch andere Gespräche führe, nicht nur im sexuell-erotischen Sinne jetzt diese Macht im wahrsten Sinne des Wortes an mich nehme, sondern einfach die Bereitschaft auch mitbringe, ich möchte das nicht und es wird jetzt auch nicht so geschehen und ich möchte dir das ruinieren. Das ist eine Einstellung, die wir sonst in der Partnerschaft nicht pflegen. Wir möchten den anderen nicht absichtlich im Zwischenmenschlichen verletzen. Es liegt uns mega fern. Wir würden nicht einfach die Macht an uns reißen und bestimmen, sondern da sind wir ja eher auf ein Miteinander aus. Aber im sexuell-erotischen, im ruinierten Orgasmus, in der ruinierten Ejakulation, dreht sich das genau um. Da ist genau das wichtig, den inneren Schalter zu finden und zu sagen, hier reiße ich die Macht an mich, hier bestimme ich über dich und es ist mir egal, ob es dir dabei gut geht oder nicht. Das müsste die innere Einstellung erstmal sein, um diesen ruinierten Orgasmus unglaublich genießen zu können. Ruinierte Ejakulation, ich benutze die Begrifflichkeit, weil es einfach gängig ist, ruinierter Orgasmus. Habt im Hinterkopf, dass es zwei verschiedene Begrifflichkeiten sind, das reicht mir. Aber um eben in diese lustvolle Atmosphäre zu kommen, zu sagen, in diesem Kontext, im Kontext der sexuell-erotischen Lust, da nehme ich keinerlei Rücksicht auf dich. Und wenn ihr das intus habt, dieses keinerlei Rücksicht auf dich nehmen, es geht nicht drum, was du willst. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist, ihr würdet ehrlich gesagt euren Womanizer und euren Vibrator auch nicht fragen, ob der jetzt noch Lust hat, euch zu befriedigen oder nicht, sondern ihr würdet es einfach weglegen in dem Moment, wo ihr befriedigt seid oder wenn ihr keine Lust mehr habt. Wenn ihr diese Einstellung habt, dass ihr euren Partner als Sextoy seht, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. In diesem Sinne könnt ihr weiter locker, lustig, frei und fröhlich praktizieren, lustvoll praktizieren, euren ruinierten Orgasmus. In diesem Sinne.